Sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, vor allem aber liebe Jugendliche aus Neustadt. Ich darf Sie zum heutigen Abend hier ganz herzlich begrüßen zu unserem dritten Winzinger Gespräch. Tote Hose in Neustadt. Was bewegt Neustadts Jugend? So lautet das Thema heute Abend. Und ich freue mich, dass so viele Jugendliche und junge Leute, auch Erwachsene, heute Abend hierher in die alte Winzinger Kirche, ich möchte in Klammer sagen, der ältesten Kirche der Stadt Neustadt an der Weinstraße, gekommen sind. Es freut mich auch, dass sich als Diskussionsteilnehmer Personen eingefunden haben, denen schon von Amts wegen das Thema Jugend am Herzen liegt. Ich begrüße den Bürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße, Herrn Ingo Röttlingshöfer. Es freut mich, dass der Vorsitzende des Stadtjugendringes, Herr Stefan Leim, heute Abend ebenfalls unter uns anwesend ist. Seien Sie uns beide herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für diesen heutigen Abend die Zeit zur Diskussion genommen haben. Ich möchte mich auch bedanken beim offenen Kanal Neustadt, der diese Veranstaltung aufzeichnet. Und ein besonderes Wort des Dankes geht, wie bei den vorhergehenden Veranstaltungen ebenso, an den Förderverein der Alten Winzinger Kirche, an die beiden Vorsitzenden des Vereins, Frau Brossert und Frau Bade, dass wir die Veranstaltung hier heute Abend wieder durchführen dürfen. Vor etwa 3 Jahren ging ein lauter Aufschrei durch Neustadts Jugend. Was bleibt jetzt in Neustadt an der Weinstraße für uns Jugendliche? Die Musikwerkstatt musste gerade dicht machen, weil sich Anwohner über massive Ruhestörung durch Besucher der MUBE mehrfach beim Ordnungsamt beschwert hatten. Und seit dieser Zeit lässt das Thema neue MUBE auch die Stadtspitze nicht mehr los. Viele verschiedene Möglichkeiten wurden geprüft, aber zu einem handfesten Ergebnis ist man bis heute leider nicht gekommen. Und nun leinen los für die Frage, was bewegt Neustadts Jugend? Wir wollen uns der Diskussion etwa einen Zeitrahmen von 1,5 Stunden geben. Herr Witte, Herr Kleinschmidt und auch Herr Marco Göring werden als Moderatoren durch den Abend führen. Und nun viel Spaß bei der Diskussion. Ja, meine Damen und Herren, das soweit zur Einführung. Die Unterzeile auf unserem Plakat, die haben Sie gesehen, was bewegt Neustadts Jugend? Und wir wollen hier einmal jetzt versuchen, etwas die verschiedenen Aspekte zu beleuchten und vielleicht auch mal versuchen, etwas herauszufiltern, was sind im Einzelnen die Freizeitinteressen, was ist so angesagt, neben Klassikern wie Weggehen und vielleicht Sport und Vereinsarbeit, obwohl natürlich das Thema Disco eine zentrale Rolle mitspielen wird, das klang ja auch eben an. Was für Rolle spielen Vereine und auch damit vielleicht verbunden, welche Veränderungen gab es da in der Vergangenheit? Es gibt neue Medien inzwischen, Freizeitverhalten ändert sich logischerweise. Wie schaut das da so etwas aus? Dann gibt es ja neben der Perspektive der Nachfragenden, was jetzt den Bereich der Disco und der Freizeitmöglichkeiten und des Weggehens angeht, natürlich auch die Situation der Anbietenden. Auch den Aspekt wollen wir heute beleuchten. Und da wird uns auch insoweit
denke ich mal, Gesprächspartner zur Verfügung stehen, dass wir da auch mal aus der Seite derjenigen, die entsprechendes betreiben oder betreiben möchten, da erfahren können, worauf es ankommt. Ich möchte zunächst mal die Diskussion damit beginnen, dass ich dem Vorsitzenden des Stadtjugendring, dem Herrn Stefan Leim, mal das Wort erteile, dass er eben aus der Sicht der Vereine, der die Jugendarbeit machen, die er repräsentiert, mal seine Erfahrung schildert. Herr Leim, bitte. Ja, auch von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich zuerst mal bedanken, dass ich die Einladung hier bekommen habe, mit bei den Winzinger Gesprächen auch die Meinung der Vereine etwas zu repräsentieren. Es klang kurz an. Wie hat sich das Freizeitverhalten geändert? Was passiert da eigentlich alles? Ich möchte aber zuerst mal mit was anderem anfangen, mal berichten, was ist eigentlich der Stadtjugendring? Ich glaube, das ist hier im Raum nicht jedem bekannt. Wir haben ja in Neustadt ziemlich viele Vereine, die Jugendarbeit betreiben, sei es Sportvereine, Musikvereine, sei es CVJM oder wer auch immer. Und diese Vereine haben sich eine Dachorganisation gegeben. Und die Dachorganisation ist der Stadtjugendring Neustadt. Zurzeit sind dann alle Sportvereine drin vertreten, einige kulturtreibende Vereine. Und wir gucken zum einen, dass wir einen Erfahrungsaustausch zwischen den Vereinen hinkriegen. Es kann beispielsweise sein, dass die evangelische Jugend sagt, Mensch, wir machen dann ein Freizeitlager, wir brauchen da irgendwie Zelte oder sonst was, kann uns da jemand unterstützen. Aber auf der anderen Seite schauen wir auch, dass wir gegenüber der Stadt unsere Vereine repräsentieren. Geht da in der Regel, der Ingo weiß es ganz gut, um Zuschüsse. Da haben wir schon manche Diskussionen ausgetragen darüber. Wir bekommen von der Stadt, oder die jugendtreibenden Verbände, Vereine bekommen von der Stadt zum Beispiel für soziale Arbeit Geld zur Verfügung gestellt, um die Arbeit hier zu unterstützen. Ja, die Frage war, wie hat sich das ganze Jugendverhalten der Jugend in der letzten Zeit auch wegen der neuen Medien geändert? Natürlich, da tut sich so einiges. Ich bin nebenbei auch noch der Vorsitzende der Sportjugend Pfalz, kriegst da auch von den Vereinen hautnah mit, was da passiert. Momentan ist es so, dass wir jetzt speziell auf den Sport bezogen, immer noch einen sehr, sehr hohen Zulauf an Jugendlichen und Kindern haben, die Sport treiben wollen. Wir merken aber auch, liegt vielleicht auch im demografischen Wandel, es gibt immer weniger Kinder. Das spiegelt sich auch bei uns in den ganzen Mitgliederzahlen der Vereine wider. Nichtsdestotrotz, der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Sport treiben beispielsweise, ist weiterhin hoch. Die neuen Medien spielen natürlich hier auch eine Rolle, aber ich denke, wenn man einen Verein oder einen Verband hat, der eine gute Jugendarbeit treibt, der vielleicht auch einen ganz guten Vordenker dabei hat, der einen Menschen hat, der motiviert, kann er sehr wohl gegen neue Medien in Anführungszeichen ankämpfen oder mit neuen Medien konkurrieren und auch hier ein gutes Jugendangebot machen. Mit den neuen Medien, was wir auf jeden Fall merken, Facebook ist eine ganz beliebte Geschichte. Man muss mittlerweile in Facebook wirklich aktiv sein, um die ganzen Mitglieder zu erreichen. Und da gibt es mittlerweile auch die besten Untersuchungen und Forschungen, wann man am besten einen Beitrag in Facebook reinstellen muss, dass der tatsächlich von Kindern und Jugendlichen gelesen wird. Das ist für uns eine große Herausforderung, auch in den Vereinen, da genau die Uhrzeiten abzupassen. Ich habe gehört, so mittags 12, 1, 2 ist eine ganz gute Zeit, weil dann kommen die Kinder oder die Jugendlichen von der Schule nach Hause, können da gut lesen drin. Wenn sie morgens um 8 oder 9 was schreiben, haben sie da wenig Chancen, weil in den meisten Schulen ja die Handys verboten sind im Unterricht, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber okay. Von daher, ja, neue Medien spielen eine große Rolle in der ganzen Geschichte. Ja, sie beeinflussen die Arbeit, aber wir können trotzdem eine gute Arbeit für Kinder und Jugendliche weiter betreiben. Gibt es dazu Fragen direkt an den Herrn Leim zu einem seiner Aspekte? Wenn dem nicht so ist, dann sollte man vielleicht auch an der Stelle mal die Stadtschülervertretung mal mit einbeziehen, von der ich gehört habe, sie sei heute Abend anwesend. Vielleicht sagt ihr dazu auch mal direkt was, wie ihr so die Entwicklung seht hier in Neustadt, was euch auffällt, wo ihr denkt, das ist hier so und in anderen Städten anders, soweit ihr Vergleichsmöglichkeiten habt. Also wer mag, herzlich gern.
Ja, guten Abend erstmal. Ich bin von der Stadtschülervertretung und uns in Neustadt, jetzt wo die Weinfeste rum sind, haben wir nichts mehr, wo wir abends hingehen können. Im Winter läuft nichts mehr. Zum Glück haben wir noch Facebook, dass wir uns informieren können, wo in anderen Städten irgendeine Veranstaltung ist, irgendeine Party oder ähnliches. Was uns für Neustadt wichtig ist, wir wollen gar nicht spezifisch sagen, dass wir eine Disco wollen oder dass wir eine Bar wollen oder so. Hauptsache, es passiert irgendwas. Das ist so das Allgemeine, was bei unserer Diskussion rausgekommen ist. Und wir als Stadtschülervertretung haben auch schon öfters versucht, selbst was auf die Beine zu stellen. Da ist dann aber des Öfteren das Problem, dass wir keinen Verantwortlichen haben oder dass es 1000 Richtlinien gibt, die wir selbst alle nicht so gut kennen. Und da würden wir uns mehr Unterstützung erhoffen. Und ja, das war es dann von unserer Seite. Zusatzfrage, Stadtschülervertretung, muss man sich wie vorstellen, wie das organisiert ist? Ja, die Stadtschülervertretung, das ist im Prinzip eine Schülervertretung aus den einzelnen Schul-SV. Mhm. Wir treffen uns einmal im Monat, bereden alles Mögliche, was uns gerade einfällt und versuchen halt unter anderem auch verschiedene Veranstaltungen zu planen oder uns Ideen zu überlegen, was wir machen können und sind auch letztendlich Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler aus Neustadt. Okay, vielen Dank für den Beitrag. Ja, das jetzt zunächst mal soweit die Seite der Schüler und Jugendlichen. Jetzt steht ja dem auch, wie gesagt, die Seite derjenigen gegenüber, die gerne auch sich betätigen möchten oder auch was anbieten möchten. Und mir wurde gesagt, der Herr Sascha König sei auf dem Gebiet präsent, begrüße ich ganz herzlich auch in der Runde und darf Sie dann gerade bitten, sich kurz vorzustellen und dann eben auch hier Ihr Anliegen mit einzubringen. Ja, hallo, mein Name ist Sascha König. Der eine oder andere hat mich mit Sicherheit schon mal in der Rheinpfalz oder auch im Internet gesehen, auf Facebook. Es ist nicht mehr wegzudenken, Facebook ist heute die absolute die erste Plattform, auf der man einfach mit Leuten kommunizieren kann. Wir haben mit der Schließung des Rockland Café in Neustadt im Grunde genommen eine Gruppe gegründet, die nennt sich Öffentlicher Protest gegen die derzeitige Situation in Neustadt. Die trifft längst nicht mehr nur das Rockland Café und auch nicht mehr die Musikwerkstatt, sondern betrifft eigentlich so das Thema, was kann man kulturell für jüngere Leute machen in Neustadt. Und wenn man heute von Jugendlichen spricht, das ist im Grunde genommen schon fast zu wenig dargestellt. Inzwischen spricht man eigentlich die ganze Generation von Leuten einfach an, die, ich weiß, damit setze ich mich jetzt in Nessen, wenn ich sage, die fernab vom Jazz weggehen wollen und fernab von einem zu teuren Glas Wein, sondern man trifft auch die Leute, die Ü- und U30-Generation, die U40-Generation, auch die U50-Generation, auch mal Ältere, was auch die Gruppe heute auch zeigt. Ja, und das sind im Grunde genommen die Leute, für die wir heutzutage eine Plattform haben, die größte für Neustadt. Wir sind mit über 1600 Mitgliedern die größte Facebook-Gruppe in Neustadt, die überhaupt zu finden ist. Und damit sind wir natürlich auch eine Plattform, auf die man gehen kann, sich informieren kann. Momentan ist es nicht allzu viel, sage ich auch dazu, die man einfach über ganze Kulturangebote informiert werden kann. Das sind natürlich die kleinen Cafés, Bars, Kneipen, die es inzwischen auch wieder gibt. Das wird auch mal, wenn es denn mal wieder eine Diskothek gibt, auch mal wieder darüber zu Informationen führen. Das hat aber gerade beim Thema Tunnel, der ja vor kurzem noch richtig präsent war, dazu geführt, dass wir ein Drittel mehr Teilnehmer bekommen haben. Muss man natürlich auch mal wiederum sagen, wir haben kurz bevor das Tunnelthema aufkam, waren wir bei 900 Mitgliedern, jetzt sind wir bald bei über 1600, ist natürlich für uns ganz toll. Auf diese Weise hat man aber einfach die Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen. Und da ist natürlich einmal das Thema, was gerade angesprochen wurde, das Nutzerverhalten, aber es ist eben einfach die Möglichkeit, die Leute recht günstig, aber halt auch wirklich zielstrebig zu erreichen. Nur man sollte sich halt einfach in meinen Augen von dem Gedanken abhalten, dass es jetzt um die Leute geht, die um 12 aus der Schule rausfliegen und ins Aqua laufen, sondern das sind halt einfach wirklich die Leute, die abends zu bestimmten Zeiten am Wochenende einfach was erleben möchten. Und erleben bedeutet heute längst nicht mehr einfach nur rauszugehen, diese Flatrate saufen und sich dann einfach einen unter die Hippe zu binden, sondern wirklich auch gepflegt irgendwas Schönes zu unternehmen. Dafür sind wir da, dafür möchte ich im Grunde auch Ansprechpartner so ein bisschen mit sein, auch ein bisschen mit vermitteln.
Da sind wir auch schon ein bisschen am Arbeiten und das soll eigentlich auch unsere Zukunft sein. Da sind wir natürlich auch für Fragen, gerade was das Thema Facebook angeht. Ich muss mich natürlich mit dem Thema wesentlich weiter auseinandersetzen, auch rechtliche Sachen. Da sind wir aber inzwischen auch gute Ansprechpartner, wenn da was ist. Was wir gerne wären, das habe ich auch letztens bei einer kleinen Diskussionsrunde gesagt, wir wären gerne im Grunde um die Plattform, auf der sich wirklich alle repräsentieren. Wir wären also einmal gerne die jungen Leute oder die weggehen wollen. Junge Leute sind für mich fast alle. Aber auch natürlich die Anbieter, aber vielleicht auch so ein bisschen die Stadt oder die Verwaltung, die einfach auch sagt, Mensch, hier ist was schiefgegangen, wir wollen mal uns darstellen, ohne jetzt da groß was auszuschweifen und sagen, das ist die Situation. Tunnel war so ein ganz bekanntes Thema, nächstes Thema wäre vielleicht der Tunnel jetzt hier da drüben. Aber es geht natürlich hauptsächlich um Kulturangebote. Und Kultur heißt eben nicht nur in die Disco gehen und wirklich saufen bis zum Umkippen, das ist überhaupt nicht die Zielgruppe, sondern was ist musikalisch, was ist mit Live-Musik, was ist mit einem schönen Angebot. Die Kulturwoche dieses Jahr war ja zum Beispiel schon mal so ein großes Angebot, dafür wollen wir da sein. Das ist unsere Aufgabe. Herr König, vielen Dank dazu. Vielleicht so als Zusatzfrage, gibt es innerhalb dieser Gruppe, die Sie jetzt da repräsentieren und mit auf die Beine gestellt haben, gibt es so gewisse inhaltliche Schwerpunkte? Ich meine, Sie haben gerade mit Recht gesagt, die Bandbreite ist vielfältig, was man unter den Freizeitbegriff da fasst. Aber kristallisieren sich vielleicht so ein paar Schwerpunkte raus, wo man sagen würde, oh ja, da ist doch eine verstärkte Interessenlage da, da gibt es einen größeren Block oder größere Blöcke, die also da speziell sich für was Bestimmtes interessieren. Die gibt es auf jeden Fall. Also einmal war das natürlich der Tunnel, der da viel zur Diskussion beigetragen hat, halt auch mal fernab der Zeitung und fernab natürlich von anderen, vom Stammtischparolen. Aber alles, was auch da drumherum ging, also zum Beispiel das Thema, was präsent war, war zum Beispiel die Parkraumsituation, dann ging es um die Ampelschaltung, was ich auch so ein bisschen vorangetrieben habe. Also man hält sich längst nicht mehr nur um die Situation, sondern um das, was in Neustadt eigentlich abläuft. Was eben auch, ich sage jetzt auch ganz böse, ältere Generationen einfach mit betrifft, die aber einfach im täglichen Leben präsent sind. Es geht selbstverständlich natürlich auch um alles, wie gesagt, Disco, Feiern, Lokalitäten, alles in der Richtung. Also da ist wirklich viel präsent inzwischen. Es hat sich eben auch, muss ich auch fair dazu sagen, es hat sich halt wegentwickelt von diesem kleinen, oh Gott, ja, Rockland ist zu, Musikwerkstatt ist zu. Was es ganz am Anfang war, hat sich halt total wirklich verbreitert und was natürlich für uns ganz attraktiv ist, weil man natürlich dadurch wesentlich mehr Leute anspricht und weil natürlich die Gruppe heute noch am Leben ist. Wenn man eigentlich sagen müsste, na gut, es gibt jetzt seit 3 Jahren keine Disco mehr. Eigentlich müsste unsere Gruppe tot sein, ist sie im Weiten gar nicht mehr. Ja. Das muss ich halt lobend mal auch für die Leute, die natürlich sich beteiligen, auch mit dazu sagen. Und auch für alle, die hier drinnen sind, ich denke mal, die meisten sind auch in dieser Gruppe aktiv, da drin kriegt man halt auch wirklich mal Informationen, man kann sich auch mal austauschen. Der eine oder andere geht mir auch so, lässt auch mal so ein bisschen seinen Frust haben, sagt, oh, blöde Stadt, da haben sie jetzt gerade die Ampel blöd geschaltet oder das Stoppschild passt mir nicht, das ist die eine Situation. Aber ich habe festgestellt, es gab so 2, 3 kleine Themen, die mir sehr gefallen haben, dass man auf einmal Hintergründe erfahren hat. Das war zum Beispiel dieses leidige Thema in der Innenstadt mit diesen Laternen, mit diesen Lampen, die aufgestellt wurden, wo ewig gelästert wurde, wie kann man diese blöden Lampen dort aufstellen, wo sich Anwohner oder wo sich Geschäfte beschwert haben, wie kann man dort diese blöden Lampen hinstellen, bis da mal irgendjemand, weil die Markisen behindert haben, bis da mal irgendjemand gesagt hat, Mensch, die müssen dort stehen, weil sonst keine Fluchtwege mehr gewährt sind. Zack, Problem gelöst. 1600 Leute, mindestens in der ersten Generation erreicht. Man hat wirklich ein Thema völlig unbürokratisch einfach mal erreicht. Und ich finde dafür so eine Gruppe eigentlich sehr gut. Ja, das würde ich mir auch wünschen, wenn das im Grunde genommen so weitergeht und wenn sich die Leute natürlich auch mit beteiligen. Okay. Vielen Dank. So. Ja, das, wie gesagt, sind, denke ich, auch interessante Entwicklungen, ganz einfach durch diese Facebook-Thematik, ja, die eröffnet Perspektiven, die man eben einfach in der Vergangenheit früher auch so gar nicht zur Verfügung hatte, die es natürlich ermöglicht, relativ schnell auch Meinungen zu bündeln, zu artikulieren und zu einer Gruppe zu formen. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die die Zeit hier mitprägt und das auch weiter noch tun wird. Ja, wenn wir schon einmal bei dem Bereich sind, vielleicht dann ergänzend noch dazu auch zu schauen, wie sieht es mit der weiteren jugendlichen Interessenlage aus. Jetzt waren wir bei dem Bereich des Weggehens, der Freizeitgestaltung und natürlich gibt es da auch die politische Seite und nachdem der Vorsitzende der Jungen Union heute Abend unter uns war, Herr Göring, vielleicht auch da ein kurzes Statement, was so Wahrnehmungen sind in dem Bereich.
Ja, guten Abend. Also mein Name ist Marco Göring. Ich bin hier Kreisvorsitzender der Jungen Union. Und ja, wie man mir vielleicht ansieht, gehöre ich dann doch nicht mehr zu den ganz Jungen in der Jungen Union. Sprich, ich bin Jahrgang 86, habe also noch die ganz alte Move miterlebt, die dann abgebrannt ist. Und ich muss sagen, ich selbst habe auch schon, wenn ich jetzt meinen kleinen Bruder anschaue, der 19 Jahre alt ist, habe ich auch eine gewisse Entwicklung festgestellt innerhalb der Jugend, in ihrem Freizeitverhalten, in ihrem Kommunikationsverhalten. Ich meine, ich komme aus einem Jahrgang, der war froh, wenn er ein Handy hatte mit SMS-Funktion, dass man sich darüber absprechen konnte, aber im Grunde genommen konnte man entweder nur zum Festnetztelefon greifen oder man ist nach der Schule ins Aqua gegangen und hat dann eine Limo getrunken. Im besten Fall. günstigstes Getränk. Auf jeden Fall hat sich das natürlich gewandelt durch Facebook, auch gerade durch WhatsApp. Ja, also man erreicht innerhalb von Millisekunden seinen gesamten Freundeskreis in WhatsApp-Gruppen und kann sich so organisieren. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass man vielleicht jetzt nicht mehr auf Verdacht irgendwo hingeht, sondern man erst abwartet und dann schaut, was machen wir jetzt eigentlich? Wir von der Jungen Union haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen innerhalb der CDU etwas frischen Wind in Sachen Jugendpolitik mit reinzubringen und vielleicht auch Denkanstöße zu geben. Wir hatten da drei große Themen. Das waren einmal Kulturveranstaltungen für Jugendliche, dass die fest verankert werden im Rahmenprogramm, gerade beim Saalbau. Dann Ruftaxi-Zeiten, ja, da sind wir noch dran, dass die nach hinten verlegt werden, weil das ist auch, denke ich, eine Lehre, die man jetzt in den vergangenen Jahren ziehen musste, dass die Jugendlichen bzw. jungen Leute später weggehen und dafür länger weggehen. Ja, also ich meine, in Berlin oder München, da geht man, glaube ich, vor 12 Uhr nicht aus dem Haus. Ja, das ist einfach so. In Neustadt ist es noch nicht ganz so schlimm, aber natürlich muss man darauf auch reagieren. Daran sind wir dran und dann natürlich Rahmenbedingungen für eine neue Disco in Neustadt zu schaffen, weil ich denke, das ist das ganz große Thema, das auch viele Jugendliche einfach beschäftigt, weil die haben natürlich die Auswahl, fahre ich nach Landau, fahre ich nach Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mannheim. Aber wer wie ich hier eine Disco erlebt hat, die ja hier in Neustadt genau gepasst hat, das war einfach die alte Musikwerkstatt. Ja, die hatte ihren gewissen Charme, war etwas rustikaler, aber da hat man sich wohl gefühlt. Und da war ich auch sehr froh drum. Heute gibt es das, wie gesagt, nicht mehr. Und ich wünsche einfach der Neustadter Jugend, dass sie auch wieder so eine Möglichkeit bekommt. Ja, danke fürs Statement. Und bevor wir vielleicht dann das Wort weiterreichen an unseren Bürgermeister Ingo Rötlingshöfer, kurz eine Frage in die Runde, ob es da weitere Diskussionsbeiträge gibt. Wir kommen auch gern mit dem Mikro vorbei, also es muss nicht jeder hier nach vorne hin. Das scheint zurzeit noch nicht der Fall zu sein. Ja. Moilade, der ist von dieser Verwaltung geschlossen worden. Wann die Verwaltung lieber eine Modegeschäft, seit ein Kaffee der junge Leute gewollt hat. Ich habe ein Buch geschrieben, mein Buch ist verfälscht worden. Das Buch gibt es überall, in jedem Buchhandel, überall zu kaufen. Und das Terror geht weiter. Ich bin im Kaffee-Bistro-Marstall. Das nimmt kein Ende. Ich bitte die ganzen Bürger von der Stadt, der Stadt und Umkreis, mir zu helfen. Gut, das scheint mir jetzt ein spezial gelagerter Fall zu sein, der, denke ich, ein Stück weit jetzt auch den Themenbereich heute, den wir diskutieren können und den wir anreißen können, übersteigt. Natürlich können wir die Problematik an der Stelle jetzt, was diesen Spezialfall angeht, denke ich, heute da nicht abschließend lösen. Aber zunächst mal als Beitrag soweit dann auch zur Kenntnis genommen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte schön. Ja,
Mein Name ist Frankmann, Hans-Peter Frankmann. Es sind bestimmt einige dabei, die mich kennen. Und ich hatte vor einiger Zeit, habe ich mal einen prima Einfall gekriegt. Die Frau Dr. Dellmann, die ist Behindertenbeauftragte vom protestantischen Dekanat. Die schließt sich abends normalerweise auch nicht zu Hause ein und geht unter die Leute. Also es ist nicht nur so, dass immer nur die jungen Leute irgendwo in die Disco gehen wollen, sondern auch wir gehen mal abends mal irgendwo mal hin und nehmen irgendwas. Aber um das zu leisten, da spielt natürlich auch der finanzielle Hintergrund noch mal ein bisschen Rolle. Es gibt einige Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, deren finanzielle Zahlungsmöglichkeiten nicht ganz so gut bestückt sind, wie vielleicht die von anderen Menschen. Also in meinem speziellen Fall, und ich gehe jetzt mal nur von mir aus, ich komme mit ganz wenig Geld aus, denn ich bin wegen gesundheitlicher Gebrechen früh verrentet. Und wenn man im Monat mit 550 Euro Rente auskommen muss, und dann hängt der Brotkorb schon ganz schön hoch. Und da gibt es also Leute, die sagen, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfahren muss, zum Beispiel mit der Bahn, ein Auszubildende, wie hoch sind momentan die derzeitigen Ausbildungsgratifikationen? Wo liegt das Existenzminimum bei uns hier in Deutschland? Wenn man dann die Frage stellt, ich habe das mehrfach an den Herrn Schreiner schon gemacht, über den ÖNPV, war die Frage, es gibt für Schüler vergünstigte Fahrt das Schülerticket. Studenten haben ein Studententicket, Berufstätige haben ein Jobticket und für die Leute ab 60, da gibt es ein Rentnerticket. Erwerbsminderungsrentner, wie ich einer bin, die sind dahinter gezwickt. Die sind rechts außen vor und sind von dem politischen oder kulturellen Leben ausgeklammert. Es sei denn, sie haben abends mal einen Gewinn im Lotto. Das war eigentlich mein Einwurf. Und ich habe das auch schon irgendwo weitergetragen. Und die Antworten, die ich bisher gekriegt habe zu dem Thema, die waren ganz übersichtlich. Okay, danke auch für den Beitrag. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir dann mal unseren Bürgermeister, Herrn Rödlingshöfer, mal nach vorne bitten. Wir haben, denke ich, jetzt einige Aspekte angerissen aus verschiedenen Blickwinkeln und aus verschiedenen Positionen heraus. Und ich denke, dazu gibt es an der Stelle dann doch das eine oder andere zu sagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal bin ich sehr froh darüber, dass seit etlichen Jahren das Thema Freizeit für Jugendliche in Neustadt sehr offensiv diskutiert wird. Das war nicht immer so und ich denke, da haben auch moderne Medien, gerade auch diese Gruppen, einen erheblichen Anteil dran. Und ich kann ja ganz weit zurückblicken. Ich weiß, dass am Samstag das AQUA seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Da war ich dann zeitgleich beim Jugendrote Kreuz gewesen. Auch das ist Jugendsituation in Neustadt. Was ich glaube, was aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit in den letzten Monaten und Jahren passiert ist, ist eine deutliche Ausweitung des kulturellen Angebots. Also die Feststellung tote Hose kann ich schon so nicht nachvollziehen. Die Hose war früher zum Teil deutlich toter. Wir haben mindestens 3 Festivals neu in Neustadt, neben den 2, 3, die es ohnehin schon gab. Ich kenne mindestens 4 bis 5 Locations, vom Rittergarten angefangen bis 2 in der Maximilianstraße, bis Hetzelplatz und wo weiß ich sonst noch wo, wo es regelmäßig Veranstaltungen für Jugendliche gibt, wobei der Jugendlichkeitsbegriff heute sehr weiter ist. Also ich denke, das kulturelle Angebot hat sich gesteigert, wiewohl man feststellen muss, dass auch bei den Veranstaltungen, und da denke ich zum Beispiel an Sounds of School, die wir damals ja mit der Stadtschülervertretung gemacht haben, komischerweise die Leute ganz selten auftauchen, die sich immer darüber beschweren, dass zu wenig los ist, nämlich die Jugendlichen so um 17 bis 25. Also wenn man auf dem Weinstock-Festival war, was ja arg gebeutelt war von den Witterungsverhältnissen, der hatte dann so eine Ü50 bis Ü60-Situation. Ganz spannend. Das heißt, da waren dann Leute, die Kultur erlebt haben in einem Festivalrahmen,
die das sicherlich schon von früher gewohnt sind, und die jungen Leute kamen nicht. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass wenn es um Kultur und so eine Altersgruppe von 15 bis 25 geht, man sehr schnell auf Top-Acts fokussiert ist, die letztendlich schon von der Organisation, von der Verpflichtung her ein Heidengeld kosten und die in unserem kommunalen Bereich nach meinem Dafürhalten einfach nicht darstellbar sind. Ich habe kein Gelände, wo ich 2.000, 3.000, 5.000 Leute locker mal über 3 Tage feiern lassen kann, wo ich einen Veranstalter habe, der das Risiko in Kauf nimmt und der mal bereit ist, 40, 50 oder 60.000 Euro schon mal als Gage reinzuwerfen, nicht wissend, was rauskommt. Was gelaufen ist, und zwar auch in der Altersgruppe, waren beim Rheinland-Pfalz-Tag genau diese Top-Acts, die diese Jugendlichen angesprochen haben, und die Veranstaltung war voll. Ich hatte bei Culture Candela Platzangst und war froh, dass da nichts passiert ist. Sprechend voll war der Laden gewesen. Das heißt, jeder, der sich Gedanken macht, wie man gerade für Jugendlichen zwischen 15 und 25 was tut, kommt schnell auf die Fragestellung, was wollen die eigentlich? Und wenn ja, wie viel? Ich kann morgens, wenn ich auf dem Schulweg meine Töchter fahre, die Diskussion erleben, und die sind 2 Jahre auseinander, über den Musikgeschmack. Und ich freue mich, wenn die mal der Meinung sind, ja, die Gruppe ist stark. Das heißt nicht stark, da gibt es heute ein anderes Wort. Aber Fakt ist, da ist schon ein Unterschied. Und so unterschiedlich ist dann auch die Landschaft, und das ist für Anbieter ganz schwierig, da sich überhaupt zu platzieren. Was heute fehlt, und ich glaube, das hat der Marco auch deutlich gesagt, ist so, nennen wir es einen Chillraum, einen Abhängraum mit ein bisschen Kultur, wo man hingehen kann, wo man sich gemütlich in eine Ecke setzen kann, wo man Musik hört, wo man dann vielleicht auch was trinken kann und wo man dann irgendwann mal sagt, man geht weiter, das ist ja oft so Zwischenstation auch nur, oder man geht dann irgendwann mal, weil es dann irgendwo in die Morgenstunden geht, nach Hause. Dass gerade bei dem Nachhausegehen das Umfeld allergisch reagiert, haben wir bei der Move gemerkt, und da war es dann tatsächlich auch eine gerichtliche Entscheidung, das muss man ja auch nochmal dran erinnern, die gesagt hat, der Laden muss da weg. Obwohl die Stadt letztendlich den Laden erlaubt hat, wissen, dass er so formal gar nicht zulässig war. Auch klar. Auch klar. Und zurzeit haben wir die Problematik, dass bei allen Diskussionen über Standorte, und wir haben letztes Mal über ein tolles gastronomisches Konzept diskutiert in der Landauer Straße, da gibt es so eine alte Halle, die richtig gut geeignet wäre. Da gab es auch Leute, die ernsthaft interessiert waren, die zu betreiben, die dann gesagt haben, aber daneben dran steht ein hohes Haus, da wohnen Leute. Wenn wir dann nachts 1, 2, 3 aufhören, dann gehen die auf die Barrikaden, und deswegen fangen wir gar nicht erst an. Das ist die Problemlage, die sich in diesem Bereich stellt und die wir nicht wirklich gelöst kriegen. Es gibt jetzt, das wissen vielleicht einige nochmal, die Idee im Mediamarkt, wo drin etwas zu machen. Das wäre aufgrund des Bahnhaltepunktes ein idealer Standort. Das wäre aufgrund der Parkplatzsituation ein idealer Standort. Und es wäre aufgrund der Wohnumfeldsituation, da ist Gott sei Dank auf der einen Seite nicht so viel, auch ein ganz idealer Standort. Da müssen sich Privatleute zusammenfinden und etwas gemeinsam vereinbaren und dann ein Konzept umsetzen. Und da werden wir sicherlich warten müssen, ob das funktioniert. Weil auch eins ist klar, eine Stadt wird nie in der Lage sein, Disco zu betreiben. Denn das ist nicht unsere Aufgabe, da haben wir keine Ahnung, einen Rahmen zur Verfügung stellen. Wir können uns vielleicht sogar förderlich erweisen, der einen oder anderen Hinsicht. Da haben wir ja auch mit der Jungen Union schon diskutiert, beispielsweise Nachttaxistrukturen und Anbindungen an ÖPNV und so. Aber da sind wir da relativ schnell am Ende. Das strukturelle Problem, warum wir heute diskutieren, ist ein ganz
nichts Einfaches. Da haben vor 30, 40 Jahren Leute gekämpft. Wir hätten vor 30, 40 Jahren hier in Neustadt die Weichen dafür stellen müssen, dass wir Unistadtstandort oder zumindest Fachhochschulstandort wären, dann hätten wir heute eine ganz andere Freizeitsituation. Ich weiß, dass 51% unserer Schüler aus der Grundschule ins Abitur gehen, auf das Gymnasium und dann zum Abitur gehen. Die sind dann weg mit 18, 19, wenn sie Abitur gemacht haben. Das heißt, wir haben das Problem, dass Jugendliche in Neustadt schon strukturell immer in der Minderheitenposition sind. Und deswegen ist es natürlich auch für Unternehmen, die das kommerziell darstellen müssen, ganz schwer, letztendlich Jugendfreizeit in Form von Disco anzubieten. Wir versuchen ein bisschen was, aber das geht jetzt für die Jugendfreizeit auch nicht. Aber ich denke, was wir wirklich machen, und da gibt es ganz viel Privatinitiative und da muss auch Stadt unterstützend tätig sein, dass wir im kulturellen Bereich weiterhin versuchen, die Vielfalt zu erhöhen. Und beispielsweise mit der Stadtschülervertretung in dem Jahr, nachdem es im letzten Jahr ja nicht geklappt hat, wieder ein Sounds of School hinkriegen, und das haben wir ja in der Premiere hervorragend gemeinsam miteinander gemanagt, dann wäre ich da auch ein Stück weit froh, dass wir da einfach zur Angebotsvielfalt auch über so eine Initiative beigetragen haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wo noch Entwicklungen schaffen können. Es gibt viel ehrenamtliches Engagement heute bereits in dem Bereich. Aber ich glaube, insgesamt, so schlecht wir immer diskutieren, ist es nicht. Es gibt eine ganz klare Lücke, die ist mit Move oder Disco oder so zutreffend umschrieben. Und ansonsten gibt es drumherum ganz viel Aktivität. So, dazu Fragen, Ergänzungen, weitere Wortmeldungen. Mein Name ist Peter Zuri. Ich bin in Neustadt geboren, in Hartdorf aufgewachsen. Ich bin mit Frau Rita Romano hier. Das Bistro am Marstall existiert, es wird aber nicht genutzt. Warum auch immer. Ich würde gerne, mit Frau Romano zusammen. Es gab einmal einen Bahama-Club. Das war eine Diskothek. Das Gelände steht leer. Mit Hilfe der Stadt würde ich und die Frau Romano die Diskothek Bahama-Club wieder eröffnen. Es ist bei Böbig. Man kann nachmittags schon die Schüler kommen lassen. In gemütlicher Runde zum Lernen, zum Studieren, was man damit sagen könnte. Und abends, der Bahama Club war eine super Disco, die ich gerne mit Frau Romano weiterhin öffnen würde. Gut, das ist ein Ansatz, den man sicher weiter verfolgen muss, beobachten muss. Dazu aber noch mal direkt. Also, jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren. Der Bahama Club war in der von der Tannstraße. Er ist deswegen geschlossen worden, weil es Klagen der Anwohner gab, und Fakt ist, das Gelände ist abgerissen. Da gibt es nichts mehr. Ich habe zufälligerweise letztens gerade das Gelände angeschaut, und das Problem ist schlicht und einfach, wer dort hinten etwas machen möchte, hat nebenan die Wohnbebauung, das heißt die gleiche Problemlage wie damals, und muss erstmal richtig Geld in die Hand nehmen, um überhaupt räumlich zu schaffen, indem man etwas machen kann. Das ist gar kein städtisches Problem, sondern das ist erstmal ein Problem der Finanzen, denn wer Steine braucht, um das zu bauen, braucht logischerweise auch das Geld für. Das ist richtig, und da sitzen wir ja hier. Ich habe mir das Gebäude, das Gelände auch angeguckt, und der Keller existiert noch. Mein Bruder, Uwe Suchi, auch in Neustadt geboren, lebt in Hasloch, ist Maurer. Früher war der Bahama Club eine Tüte, sag ich mal. Wenn man Bahama Club mit Stein aufbaut, hätten wir einen Schallschutz für nachts. Man muss dann halt gucken, dass wenn die Jugendlichen kommen und gehen, vernünftig sind, dass sie Ruhe geben. Und mein Bruder würde bestimmt mit dieses Haus eröffnen. Wir sind dort groß geworden, er und ich.
Im Bahama-Club. Und Frau Romano steht hinter uns. Mir ist durch die ganze Schweinerei, wo mir mehr betrieben war, ist 500.000 Euro Schaden entstanden. Ja. Ja? Ich will aber an der Stelle jetzt doch wirklich... Ich hätte gern mal 500.000 Euro. Ja. Ich würde aber jetzt... Und derjenige, wo mir das kommt, ja, zu... Entschuldigung, wenn ich jetzt an der Stelle aber doch mal kurz unterbreche. Es ist... Für die Jugendlichen was ganz Tolles, ja, bauen. Ist ja? Die Leitwut ist ganz verursachen. Ja. Dass das Hochland-Kaffee geschlossen war, ist. Ja. Ja? Wollen Sie jetzt mal wieder gucken, dass ich mein ganzes Geld wieder zurückkriege? Und dass ich für die jungen Leute was bauen kann? Ja. So, Entschuldigung, jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, das Thema ist ein spezielles Thema. Probleme eines einzelnen Betreibers, die zu einer bestimmten Situation geführt haben, werden wir hier in dieser Runde nicht lösen können und es auch nicht letztendlich klären können. Sie haben Ihren Standpunkt dargelegt, aber ich bitte darum Verständnis, dass wir die Diskussion jetzt etwas weiter führen. Und ja. Ja, es ist aber trotzdem, ja, ja, den Standpunkt haben Sie klargelegt, aber trotzdem, wir sind hier jetzt nicht in dem, ja, so, das soweit klar. Jetzt dann nächste, Ja, Sie haben das soweit hier dargelegt, und aber jetzt bitte ein Schnitt an der Stelle und wir machen jetzt in der Diskussion weiter. Sie wollen noch mal was sagen, bitte schön. Ich würde gerne noch mal das Thema von Flüchtlingshilfe aufgreifen. Was ich ganz interessant finde, dieses Thema wurde angesprochen mit dem Weinsdorf-Festival, in dem Angebot. Ich habe dieses Gespräch letztes Jahr und auch dieses Jahr so ein bisschen geführt. Ich war bei beiden Veranstaltungen nicht da, weil ich nicht wirklich auch nicht in Neustadt war. Wenn ich mich jetzt in die Lage eines Jugendlichen oder eines jungen Erwachsenen versetze, in der ich ja selber noch bin oder zu der ich mich selber ziehe, muss ich fair und ehrlich sagen, das ist einfach nur ein Symbolbeispiel für ganz viele, dass das, was dort angeboten wurde, nicht ansatzweise die Zielgruppe angesprochen hat. Ich brauche keinen Hauptakt und ich bringe hier sehr, 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 sehr gerne die Oralpartys als Musterbeispiel und früher die Musikwerkstatt, den Katapultveranstaltungen als absolute Musterbeispiele dafür, wie man es verdammt nochmal richtig machen kann. Ohne einen Einspruch. Und das war es einfach nun mal leider nicht. Das passiert einfach leider zu oft. Ich muss keine Hauptacts haben. Ich brauche nicht wie am Rheinland-Pfalz-Tag, ich brauche keine Kalche Candela, wobei die auch nicht so teuer sind. Ich muss hier noch nicht mal mit Top-Acts kommen. Ich kann hier mit lokalen Sachen kommen, die Leute aber wenigstens irgendwo erkennen. Und wir haben in Neustadt so viele Gruppen. Wir haben so viele Bands, wir haben so viele Beine. Ich will das ganz lass mich das bitte jetzt aussprechen, sonst vergesse ich mir das. Lass mich ja bitte das ausführen. Danke. Man muss einfach mal die Gelegenheit nutzen, sich einmal Gedanken machen, wie will man die Zielgruppe ansprechen und was will die Zielgruppe wirklich haben. Wenn man sich in Neustadt so umschaut, wenn man in den Saalbau geht, und ich möchte nicht, dass irgendwelche Techno-Veranstaltungen im Saalbau finden. Das muss nicht sein, weil danach brauchen wir einen neuen. Es sei denn, Sie brauchen eine Sanierung da drin. Man muss einfach mal wirklich mal Gedanken machen, wie will man die Leute wirklich erreichen. Und wie gesagt, Weinstock als eines von vielen Beispielen hat einfach gezeigt, dass einfach die Zielgruppe nicht angesprochen wurde. Ja? Dass es anders geht, wissen wir, dass es Geld kostet, wissen wir auch, dass man dafür Investoren braucht. Das ist allen bekannt, dass es dafür wirklich auch Mut braucht, das Ganze in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite sage ich auch dazu, die Leute haben Kleingeld in der Tasche, um das auszugeben. Es gibt einfach in der Zielgruppe einfach Leute, die sagen, ich bin bereit, 10, 15 Euro Eintritt zu zahlen, ich bin bereit für einen Cocktail. Wir hatten gerade die Diskussion letzte Woche für die letzte Wahlveranstaltung. Ja, ich gehöre auch dazu, ich bin auch bereit für einen Cocktail 8, 9 Euro zu bezahlen, wenn er gut ist. Wenn die Musik dazu passt, wenn ich am Ende vom Abend rausgehe und egal, ob ich dabei angedudelt bin oder nicht, oder ob ich mich an der Cola festgehalten habe, ich möchte rausgehen und sagen, hey, war cool, gehe ich gerne wieder hin. Und das ist das, was in Neustadt ganz klar fehlt. Und ich kann mich noch so sehr an einem Jugendtreff im Schlachthof oder sonst irgendwo erfreuen, wenn es für mich völlig unattraktiv ist. Ja?
Und das ist der Punkt, wie gesagt, wo angesprochen wird, wo rangegangen werden muss. Stopp. Also, das sollten Sie jetzt dann vielleicht noch an einer anderen Stelle klären. So, dahin gibt es Wortmeldung. Bitte schön. Mein Name ist Matthias Arnold und ich lebe noch nicht lange in Neustadt. Was ich aber jetzt schon seit anderthalb Jahren mache, ist DJ sein im Charlies. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Referenz, um sie hier vorzutragen. Nichtsdestotrotz, ich möchte auch keine Werbung dafür machen, sondern ich möchte Werbung für meine eigene Person machen. Ich bin seit 8 Jahren DJ, mache das auf höchstem Niveau. Und wenn man für die musikalische Positionierung jemanden braucht, möchte ich mich gerne zur Verfügung stellen. Ich sehe es auch so, ich bin auch Tanzlehrer in Bad Dürkheim, in Tanzhaus La Danza. Und da sehe ich es auch mit der musikalischen Positionierung, dass es nicht einfacher wird heute. Heutzutage, wir haben große Diskrepanz wie immer, Hip-Hop oder House, und wenn man da tiefer ins Detail gehen möchte, natürlich noch mehr. Ich habe die Zielgruppe ab 14 aufwärts, das ist kein Problem. Wie gesagt, das Hauptproblem ist meistens der Veranstaltungsort, auch damit, und wenn man wirklich vielleicht einen Vorschlag aufgreifen könnte über den Mediamarkt, dann bin ich auch da bereit, finanziell mit ins Boot zu gehen, da müssen wir einfach schauen, was ich da gestalten möchte oder was man da gemeinsam machen kann. Dankeschön. Martina Saarling. Ich bin selber anfangs mal auf das Boot mit aufgesprungen. Es wäre Rentnerparadies hier und rote Hose und habe dann auch mich mit 2012 mit der Stadt Neustadt auch zusammengesetzt und der Stadtschülervertretung und habe erst mal gemerkt, weil ich mich auch dazu geöffnet habe, was gibt es eigentlich in Neustadt, und war erstaunt, dass es sehr, sehr viel gibt an Angeboten. Es wird also unglaublich viel auch im Mehrgenerationenhaus angeboten. Es ist ja die Stadtschülervertretung hat Center of Schools mit dem Jugendamt und ich auch geholfen, aufgestellt. Und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht so gut angenommen wurde und frage mich, woran liegt es. Und zwar denke ich auch, dass die Veranstaltung muss früh beginnen, um 20 Uhr, weil es gibt Regeln. Es gibt Regeln, die Lärmschutzverordnung, diese Verordnung, das muss bezahlt werden. Und es ist unheimliche Kosten. Und ich würde mir wünschen, dass die Jugendlichen auch einmal an sowas denken, dass, ich sag mal, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Man macht sich so einen Haufen Arbeit, man gibt Geld aus und dann wird das so schlecht angenommen, dass das Bewusstsein mal da ist, dass jetzt gehe ich da mal um 20 Uhr hin und guck's mir mal an, das auszuprobieren, daran möchte ich auch mal appellieren. Es ist nämlich auch langweilig, wenn da nur 100 Leute sind, dann kommt auch keine Stimmung auf. Und die Party würde vielleicht auch toller sein, wenn die Leute sagen, Mensch, 20 Uhr, ich gehe da hin, weil ich weiß, um 0 Uhr müssen die Schluss machen, weil sonst alle Leute ringsherum aus dem Bett fallen. Es gibt halt Regeln und man kann nicht immer nur, sage ich, nehmen, man muss auch mal geben. Und das würde ich mir wirklich von den Jugendlichen wünschen, weil es sind tolle Jugendliche immer und die können feiern und die wissen auch zu sich zu benehmen, sage ich mal. Es macht auch Spaß, mit ihnen zu arbeiten, aber halt, sie müssen halt auch mal was ausprobieren, mal drauf, die verschiedenen Sachen auch mal hingehen, was auch die Stadt Neustadt anbietet. Und nicht sagen, oh, da laufen so viele Erwachsene rum, ich fühle mich beobachtet, fühle mich wohler, wenn es dunkel wird. Also ich finde, das würde ich jetzt mal so ausdrücken. Also und das finde ich ein bisschen schade, dass man das auch mal wertschätzt, die Arbeit, die da gemacht wird und einfach mal sagt, hopp, wir gehen mal hin, wir gucken uns das mal an und auch wenn es um 20 Uhr anfängt. Danke. Okay. Hier vorne war noch eine Wortmeldung. So, gut. Was ich heute noch nicht so richtig gehört habe, ist das Wie. Und ich möchte da noch mal
sagen, dass es wahrscheinlich auch nicht umsonst war, dass irgendwann dann die letzten Jahre bei einem Hexennachtscherz die Jugendlichen die Ortsschilder von Neustadt statt Neustadt an der Rheinstraße überklebt haben, Neustadt an der Langeweile. Das waren bestimmt nicht die Jugendlichen, die in die Disco gehen. Und davon haben wir natürlich auch sehr viele. Und ich glaube, die ganze Diskussion geht in dem Moment an Thema vorbei, wenn man sich an die Grundbedürfnisse der Jugendlichen in dieser speziellen Zeit denkt. Und es sind drei Punkte. Das erste ist Selbstwirksamkeit, das zweite ist Außergewöhnlichkeit und das dritte ist, dass wir auch alle hatten, Freiheitsgefühl. Und die Gegend, die man so mit Geld und normal kaufen kann und die im Mainstream liegen, können diese Dinge nicht befriedigen. Und das Problem ist auch, dass hier eben auch in Altdimensionen gedacht wird vom letzten Jahrhundert, wo man dann eben sagt, Jugendlichen sind aktiv bis 1 Uhr am Wochenende und dann geht nach Hause schlafen, das ist völliger Quatsch. Ich habe selbst eine 18-jährige Tochter und die erlebt Dinge ab 1 Uhr nachts, weil es normal ist für Jugendliche. Und dahingehend wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt konkret werden wollte, das tue ich, falls politische, gut, dann würde ich sagen, das Ideale wäre hier ein Night Shelter. Ein Night Shelter ist eine Begegnungsstätte, die erst Mitternacht aufmacht und die bis 6 Uhr morgens geht. Und da können Dinge angegeben werden, also müsste natürlich auch jemand sein, der sich darum kümmert, klar. Und da können Dinge abgehen, die die Jugendlichen sonst in ihrem Leben vermissen. Von der Diskussion angefangen, vom Tanzen, aber nicht zwingend immer nur eines. Oder was weiß ich, dass man irgendein konkretes, eine Aktion macht oder was immer Jugendspaß macht. Aber die wesentliche Sache ist eben, wie kann man in einer Zeit der Gleichmachung, das haben wir ja jetzt, das wissen ja alle über Medien, gemeinsam alles gleich Abitur, alles gleich gemacht, Selbstwirksamkeit erreichen. Wie kann man Außergewöhnlichkeit erleben und Außergewöhnlichkeit sein? Wie kann man das Freiheitsgefühl bekommen, wenn man eben schon nur ins Bett soll? Ja? Und wenn ich jetzt ans Geld denke, es gibt ja auch eine finanzielle Seite, da kann man aber auch was machen, wenn es jetzt auch die Diskussion darüber war, wie können Leute mit wenig Geld das machen? Es gibt ja die Kulturförderung für Geringverdiener. Und wenn diese Förderung über die Stadt eingenommen werden, die Anträge und das Geld umgesetzt werden, ist ein Trick praktisch. Da könnte man so ein ganzes Ding betreiben, indem man einfach die Staatsgelder dafür verwendet. Also mein Vorschlag ist jetzt mal primär ein Nightshelter. Es gibt noch andere Vorschläge, aber dabei lasse ich es erstmal. Da hinten war, ganz hinten an der Tür war noch, oder vielleicht davon. Hallo, mein Name ist Xenia Silber. Und ich bin eigentlich genau im Alter wie die beschriebene Jugendliche in dem Alter. Lauter? Okay. Und ich würde an meinem Vorredner gerne recht geben, weil stellt sich wirklich tatsächlich die Frage, dass es ist leider einfach nicht das Angebot. Das Angebot wirklich, was auch die Weinfestivals und alles angeboten wurde, denke ich, ist mittlerweile auch nicht mehr das, was aktuell ist. Zum Beispiel, wie gesagt, ich gehe auch. Also wenn ich tatsächlich erst abends um 12 weg, manchmal, wenn nicht so, ja, weißt du. Also, jetzt muss er nicht so tun, als ob er nicht wüsste. Nee, es ist tatsächlich so. Nein, und tatsächlich gehe ich dann auch, fängt es dann erst teilweise um 1, 2, 3 Uhr an und ich denke, eine Diskothek, über eine Diskothek zu planen, ist ein Thema, was auch sehr schwierig ist, weil eine Diskothek allein im Unterhalt ist viel zu groß. Was vorhin gesprochen wurde, ich denke, das ist total nett, mein Vorschlag, aber 500.000 Euro, das ist ein Geld, was total schnell weggeht, allein schon für den Aufbau, allein schon für den Unterhalt, das überhaupt angenommen wird, ist total schwierig. Ich muss sagen, ich habe viele Freunde in der teilweise generationenübergreifend über mir. Manche sind teilweise und viele Unternehmen, sogar selbst, was es in Land zum Beispiel gibt, das ist so eine Art Unikneipe. Das ist einfach ein Kellerraum, der von der Uni gesponsert wird. Da ist mittlerweile eigentlich alles abbezahlt. Das ist, da ist die Technik vorhanden, also da ist eine Anlage vorhanden und da kommen teilweise Bekannte. Ja, es ist immer Abwechslung. Es ist einmal zum Beispiel kommt Bankrock, dann kommt zum Beispiel Techno und Bier-Eintrittspreis, man zahlt von 3 bis 5, 6 Euro, je nachdem, was man zahlen möchte oder wie viel Geld man hat, einfach weil
man hat das Geld leider einfach nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich meinen Freund abends weggehe, ihm teilweise in der Bar, teilweise im Aqua bis zu 50 Minimum, wenn nicht sogar mehr aus. Also das ist etwas, da habe ich mein Taschengeld von Monat schon mal gleich an einem Tag am Wochenende weg. Und wie gesagt, zum Beispiel so wie das in Landau funktioniert, ist es eigentlich so, wie ich es sehr positiv erlebt habe, weil die Preise sind teilweise dann nur die Ankaufspreise, um das halt wieder reinzukommen, damit das, weil sie das halt sozusagen finanziert bekommen. Also ich denke, bräuchte eine Art Club, weil keine Diskothek, sondern eine Art, was wechselbar ist, wie schon dieses mit dem Art Nightheld angesprochen wurde, was ab einer bestimmten Uhrzeit ist. Klar, es muss früher, denke ich, als 12 Uhr. Wie gesagt, zum Beispiel so, wie das in Landau funktioniert, ist es eigentlich so, wie ich es sehr positiv erlebt habe, weil die Preise sind teilweise dann nur die Ankaufspreise, um das halt wieder reinzukommen, damit das, weil sie das halt sozusagen finanziert bekommen. Also ich denke, wir bräuchten eine Art Club, weil keine Diskothek, sondern eine Art Club, was wechselbar ist, wie schon dieses mit dem Art Night Shelter angesprochen wurde, was ab einer bestimmten Uhrzeit ist. Klar, es muss früher, denke ich, als 12 Uhr offen sein, aber die Menschen werden davor, das sieht man allein schon, wenn man ins Aqua geht oder auf Weinfeste heutzutage auch, um vor 11 teilweise nicht mehr kommen. Und das Problem ist immer noch, dass immer noch die Konkurrenz zu den Weinfesten steht. Es werden niemals in den Sommermonaten alle Menschen in diesen Club in der Stadt hinkommen, weil immer noch dieses Feeling so groß ist. Ja. So. Vielen Dank für den Beitrag. Ja, hallo, mein Name ist Florian Thielmann. Ich bin heute seit 16.30 Uhr wieder Neustädter Neubürger. Ich habe 10 Jahre lang in Hasloch gewohnt und war mit Neustadt aber immer verbunden. Ich muss dazu sagen, ich war einige Jahre zuvor auch immer in Neustadt unterwegs. Dazu kann ich auch das Kaffee von der Frau Romano erzählen. Danach war die Aufregung groß, aber mir im Freundeskreis, dass Neustadt nichts mehr zu bieten hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich umtaut, man findet wirklich wieder was. Also man kann nicht sagen, dass Neustadt der sich wirklich tot ist. Allerdings muss ich sagen, gerade wenn es um den, wenn es jetzt um Clubs oder Discos geht, hat Neustadt ein bisschen geschlafen, weil wenn ich jetzt mit meinen Freunden überlege, was wir machen, also ich sage, okay, wir gehen bei uns in Neustadt vorne in die Stammkneipe, das ist gar kein Thema, wenn ich wirklich weggehe will, dann bin ich schon gezwungen, mein Geld nach Hause zu bringen. Ludwigshafen, Felix Bowling zum Beispiel, oder mein Weg am Mannheim, gut, da muss Kaufkraft auch da sein, da muss ich ein Geld stehen, weil Mannheim hat ein ganz anderes Preisniveau, aber selbst wenn jetzt schon Land vorbeizieht an Neustadt und das ist jetzt nicht wesentlich größer. Da muss ich mir schon die Frage stellen, an was es liegt. Da muss irgendwie geschaffen worden sein. Also da steckt auch Potenzial in Neustadt, wie ich finde. Also ich kann mich noch erinnern, gut, da war ich jetzt noch kleiner, aber ich glaube, ein Jahr, 16 dürfte ich es noch miterleben. Das war damals der Messe Club in Neustadt. Also, und ich kann jetzt nicht sagen, der war leer. Also, da war wirklich was los, wenn es nur die Abi-Partys waren. Ich denke, früher war das noch mehr, wenn so die alte Hase hört, gar kein Thema. Aber ich muss sagen, was jetzt Neustadt angeht, muss ich sagen, ist das Image einfach mittlerweile schlecht. Gerade was so Nachtleben angeht. Tut mir leid, weil ich lebe ja gern, ich lebe jetzt auch wieder gern hier, ich habe meine Kneipe, aber wenn es wirklich richtig um Nachtleben geht, dass ich dann schon so Städte fahren muss wie Landau, das tut mir dann doch schon weh. Und ich würde sagen, es ist doch viel, also ich persönlich würde mein Geld lieber hier in Neustadt lassen, bin ich ganz ehrlich. Und das muss jetzt keine Nobeldisco sein, so wie es die Barrednerin schon gesagt hat, ein Club, ein kleiner, das wird es doch wirklich schon. Und ich denke, da können auch einige Mütter oder Väter nachts ruhiger schlafen und die wissen, oh Gott, der muss jetzt nicht aus der Nachtschicht auf lautrem im Auto durchs Tal fahren oder muss ja noch am Bahnhof rumlungern, man weiß ja, was so die Gewaltstatistiker angehen. Also ich denke, das hat schon Vorteile, wenn man sowas in der Neustadt etablieren könnte. Dankeschön. Ich möchte mal beginnen mit einem Erlebnis, mit Erlebnissen, die ich selbst persönlich bei mir aus als mitbekomme. Ich liege freitagsabends auf dem Sofa ganz gemütlich und schaue mir einen schönen Film an und um 3:15 klopft es an meinen Laden. Wer weiß, wo ich wohne, der weiß also, dass der Hof bei mir sehr leicht ans Wohnzimmer kommen kann. Ich mache die Tür auf, das ist also so im Herbst, Winter. Da stehen also, das sollte jetzt nichts heißen, da stehen also dann Jugendliche vor meiner Tür und sagen, auch Olaf, dürfen wir doch kurz rein, bevor wir in die Move, beziehungsweise jetzt, bevor wir noch Kaiserslautern fahren. So, da
dann sitzen die bei mir am runden Tisch, wie nennt das, vorglühen, ist das richtig? Glühen sich dann vor und fragen sie also, hast du zufällig Sekt dabei? Oder ja, sag selbstverständlich, ich habe Sekt. Dann wird das Sekt auf den Tisch gestellt. Dann liegen auf einmal alle Handys auf dem Tisch. Dann geht es hin und her. Da wird also die Fahrbereitschaft angerufen. Welcher junge Mann, welche junge Dame ist bereit, uns nach Kaiserslautern zu fahren? Das passiert oft. Das wird also in der nächsten Zeit öfters wieder bei mir passieren. Das habe ich mir so eine Zeit lang angeguckt und gehört, aber sie sagt, geht ihr nicht in Neustadt fort? Wo soll man hingehen? Ich möchte nur mal da den Grund eigentlich mal erwähnen, warum ich eigentlich dieses Thema irgendwie ein bisschen vorgeschlagen habe. Tote Hose in Neustadt, weil junge Menschen, die also nicht unbedingt verbandsfreundschaftlich sind oder in der Bande drin sein wollen, die nicht unbedingt im Sportverein sind, die sind vielleicht im Sportverein drin, aber die wollen abschillen, die wollen am Wochenende nicht irgendwo im Verein sein. Es ist nichts gegen die Vereinsarbeit, aber die wollen einfach Arbeit. Sie kommen von der Ausbildung, sie kommen von der Lehre, sie kommen irgendwo her. Sie wollen frei sein. Frei sein wie ein Vogel und irgendwo hinfliegen. Und nicht irgendwie in Grenzen. Nein, schon wieder irgendwo, wo Grenzen gesetzt sind. Wenn ich Disco mache oder zum Beispiel ein Konzert, da ist irgendwo Grenzen drin. Ich kriege dann also zum Beispiel Bilder gepostet, wo, ach, war das ist ein Regen von. Ich weiß nicht, was das alles ist. Ich kenne mich da nicht aus. Wie sehen die aus? Die waren auch verpackt. Da war es, glaube ich, mit Bombe irgendwas. Mit Zuckerbombe. Die, also, die haben alles gesehen. Gut, es war schön. Ja? Und genau das ist der rettende Punkt. Es geht nicht darum, dass wir in Neustadt. Es geht nicht darum, dass wir die Menschen aus Neustadt rausnehmen, sondern ich will sie halten. Und jetzt geht es aber darum, dass wir Investoren finden, die bereit sind, etwas zu tun. Das ist so. Die bereit sind, etwas zu schaffen. Auch hier in Neustadt. Wenn wir uns überlegen, wir haben Hasloff von der Nass, wir haben Lambrecht, wir haben Edenbogen, wir haben Türkei. Wenn ich mir vorstelle, wie schwer es ist, nach Kandel zu fahren oder wieder zurückzukommen, wenn ich mir vorstelle, letzte Woche erkundigt, wie ist es eigentlich, wenn ich abends nach Kaiserslautern war? Wie sieht es dann eigentlich aus? Ja, dann müssen wir entweder wir können um 1 oder um 4 oder wir warten bis morgens um 7. So, ja, wie sieht es mit Mannheim aus? Noch schlimmer, wusste ich gar nicht. Also von Mannheim nach Neustadt zurückzukommen, ist schwieriger, wie von Kaiserslautern nach Neustadt zurückzukommen. Ganz eigenartig. In Handel ist es zwei Stunden gebremst. Doch nein, ich bin auch schon lange genug. So. Also die jungen Menschen, die können nirgendwo hinfahren, ohne dass sie irgendwie da richtig zurückkommen. Und das war eigentlich bei mir der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, was können wir eigentlich in Neustadt schaffen? Frei. Es geht immer um das Freie, nicht um das Gebundene. Es geht nicht das Gebundene des Vereins. Wir machen die gerne über die Woche. Aber was ich am Wochenende? Was kann, wie kann die Stadt Neustadt im Investor eventuell ja, etwas ebnen, der bereit ist zu investieren? Das hat Ingo Regensöfer ja richtig gesagt. Die Stadt kann nur etwas vorbereiten, aber es muss einer da sein, der dann auch durchzieht. Ich kann die Garantie auf dem nicht geben, wenn der hingeht. Und sagt, ich mache jetzt was in Neustadt, ich kann mir garantieren, nicht, dass er das Blick hat. Jetzt kommen wir auf den anderen Trichter. Das ist aber seine Sache, wenn er was investiert, wenn er etwas aufbaut, dass er dann halt irgendwie Action macht. Das ist vielleicht auch ein trichter Ausdruck. Dass er der Jugend anbietet, dieses Verkauf, er kauft etwas. Weil wie gesagt, der Investor muss gefunden werden. Wie gesagt, es muss auch ein Raum gefunden werden. Ich habe oft schon gedacht, wie sieht es eigentlich aus in der Nähe vom Bahnhof?
Wie sieht's dort aus, wo die Puschel früher war? Ja? Wo man also vom Zug raus schießen kann, wo also auch gleich Verbindungen da sind. Natürlich mal auch bei. Wir haben Leute, die wohnen, und das Problem ist ja das, die werden zu regnen, aber die werden mein Kopf nicht nass machen. Das ist das Problem, das haben wir. Aber man muss hier ein Boot schaffen, auch für die Leute, die da wohnen, für Menschen, die also da sagen, Mensch, wie der da, man muss dir aber das beibringen, man muss es ihnen erklären. Mensch, du warst auch mal jugendlich, auch mal rumgekriegt, du hast auch mal rumgekriegt. Zum Bahama, sieh nicht, zum Bahama. Bahama, sei eines gesagt, es war nicht Bahama innen drin, sondern es war das Außenrum. Der Lamm, es war nicht der Roman Schmitz, der vorgesagt gestorben ist, war ein guter Freund von mir, hat mir oft geklagt. Er hat gesagt, was? Autos, die Türatscherei, das war mein Knickschuss. Innen nicht, aber aus das. Und das war bei der Musikerstadt genau dasselbe. Also es geht darum, uns, ich finde mir oder wir finden uns einen Investor, der so die Gefälle hat und der bereit ist, alles auf sich zu nehmen, was es gibt. 500.000 Euro sind doch nicht genug. Das sage ich Ihnen gleich, wenn ich das Buch lese. 500.000 Euro sind nicht genug. Jetzt zu Ihrer Kneipe, und das sage ich jetzt auch nochmal dazu. Zu Ihrer Kneipe. Wissen Sie, Sie sind Unternehmerin. Und jeder Unternehmer trägt ein gewisses Risiko. Dann müssen Sie, und das sage ich Ihnen so, wie es ist, knallhart. Dann müssen Sie dementsprechend Werbung machen. Gehen Sie in Ihre Nachbarschaft, da gibt es einen Kaffee, das pumpt. Und sage ich Ihnen ganz ehrlich, aber Sie müssen etwas tun. Nicht bloß rumjammern geht nicht. Nicht bloß rumjammern, sondern auch was tun. So, habe ich genug Angriffsfläche geboten? Ist noch jemand? Eine Frage. Bitte schön. Aus kein Problem geben, wegen Lammelstieg als schon was. Mir war sehr erfolgreich. Der einzige Problem, wo du gegeben hat, war, dass die Verwaltung lieber ein Modegeschäft haben wollte, wie so ein Kaffee für junge Leute. So wie gesagt, der Lande, der ist sehr gegangen. Wir haben sehr viel Prominente gehabt. Kaffee von Radio Rockland. Radio Rockland geht zu Radio App dazu und wir haben kein Problem mehr gehabt mit der Nachbarschaft. So, ich darf jetzt unterbrechen. Das Problem war, wie gesagt, die Verwaltung wollte lieber ein Modegeschäft in dieser Ladehalle wie ein Kaffee für junge Leute. Schön, Frau, ich darf jetzt unterbrechen. Ja, junger Mann. Sie dürfen sich wieder zum Merken versetzen. So, mein Name ist klein mit. Dazu sage ich Ihnen jetzt Folgendes. Lass die Vergangenheit ruhen und schaue in die Zukunft. Ja, ich kann jetzt nichts daran ändern, dass das Rockland Radio oder was, wie es auch immer heißt, du bist. Kann ich nichts ändern. Für mich ist interessant, was in Zukunft passiert. Und das ist wesentlich. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das denke ich, können wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Vielleicht nochmal zum Thema Investitionen, Investoren. Man muss ja ganz, ganz klar herausheben, das ist jetzt keine feste Disco, sondern das ist eine Eventreihe, aber was die Oral-Leute um Hardy Heller im Biergarten oder jetzt auch gerade in der Kellerreihe Heim auf die Beine stellen, ist wirklich bewundernswert. Das sind auch die Events. Ich bin selbst oft genug dort. Da muss man sagen, Respekt. Und da ist mir jetzt, als ich das in der Gruppe gelesen habe, auch so ein bisschen besser nachgegangen. Haben sich dann Jugendliche darüber beschwert, über die Preisgestaltung, wie hoch der Eintritt ist.
Ja, aber ich kenne auch genug, die in meiner Altersklasse das Gleiche sagen. Und da muss man sagen, die Jugendlichen oder jungen Leute heutzutage, die haben mehr Geld als jemals zuvor. Das ist einfach so, auch durch den demografischen Wandel sind ihre Familien, kriegen die Jugendlichen mehr Geld im Schnitt. Wie gesagt, das ist ein Durchschnittswert. Und da muss man sagen, da muss ich eine Priorität richtig setzen. Ja, gehe ich dann zu Hause und kaufe mir 3 T-Shirts, dann kaufe ich mir 2 und gehe dann noch eine weg. Oder ich, was weiß ich, zum Lidl, Aldi, hole mir da eine Flasche Wodka und habe mich dann weg. Das ist natürlich auch eine Frage, wie ich selber meine Kultur, mein kulturelles Erlebnis am Wochenende erreichen möchte und wie ich das verbringen möchte. Da muss man sagen, müssen sich die Jugendlichen auch selber darüber klar werden. In meiner Generation, wir waren in meinem Alter, die Jungs und Mädels, die waren jetzt auch keine Unschuldsschlimmer, aber so dieses Komasaufen, das gab es bei uns damals noch nicht. Und das ist, finde ich, ich arbeite ja selber im Aqua, auch ein riesengroßes Problem heute. Ja, ich möchte erwähnen, dass Frau Romano und ich am 6.12. vorm Marschall ein kleines Happening und ein Zeitplan. Ich sehe der Maffei etwas ähnlich und ich möchte, das ist das erste Mal für mich, mit Maffei einen Auftritt machen vorm Marschall am 6.12. Wir haben es gehört und da hinten ist eine Ordnung. Da bin ich ein bisschen länger, aber ich muss sagen, dass mit dem Komasaufen und alles, da bin ich jetzt auch kein Fan davon. Das ist aber ein gesellschaftliches Phänomen. Das sehe ich auch an meinem Bruder, der ist 5 Jahre jünger, der ist 19. Bin ich auch kein Fan, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt habe ich eine Frage, aber wirklich kein Provokantes, sondern ganz normal. Gibt es da was bei der Stadt, in der BSF sagen wir da Taskforce, weil es besser klingt, aber gibt es jetzt Leute, die sozusagen Fläche raussuchen und die dem Investor sozusagen anbieten, also dass da Leute rumgehen und sagen, hey, da haben wir eine Freifläche, da können wir davon ausgehen, dass wir schon mal so ein bisschen gecheckt sind, jetzt 2 Wohnungen außenrum, dass man sagen können, da gibt es weniger Probleme, wie sieht es aus, gibt es was? Oder das ist mal rein aus Interesse. Gut. Danke. Darfst du dann doch direkt noch einmal mit links über das? Wenn ich an dem Thema Komas auch nochmal, ja, ich gehe näher dran. Gut, wenn ich jetzt ich habe mich vorgestellt. Mein Name ist Lukas Kirchner und ich bin freiberuflicher Bewusstseinslehrer. Gibt es als Beruf, ja, tatsächlich. Ich sehe das auch mit dem Komasaufen und auch das ist ein Problem. Und wenn du dich eingeht und fragt, dann kann man so ihre Essenz rauskriegen und bleibt ja sonst nichts, weil gerade von der gesetzlichen Seite da eben auch Möglichkeiten der Entfaltung fehlen. Gesetzlich bedeutet die Jugendlichen, wenn ich das so übersetzen darf, durch die mündig, die nicht verstehen, wo es im Leben wirklich drum geht. Das ist die Auffassung der Jugendlichen. Ja? Und es geht vor allem auch darum, was die wollen, nicht was wir hier meinen, was für sie gut ist. Das ist ja das Entscheidende. Und was ist auch innen? Wissen wir denn richtig, was innen ist? Okay, ich habe eine 18-jährige Tochter, aber die sagt es auch. Aber welche 18-jährige Tochter redet mit ihrem Vater über solche Dinge, weil sie ja eh meint, der hat keine Ahnung und hat ja keinen Sinn. Und es geht nicht darum, dass man sich anpasst, sondern dass man durch Nicht-Anpassung nützlich wird. Wir sind in einer Zeit, wo es gefährlich wird, sich anzupassen, weil das Spreading fehlt, die Weite, das große Feld, es wird zu eng. Wir müssen ein Feld schaffen, wo Vielfalt hat. Und diese Vielfalt besteht eben darin, dass auch neue Dinge ausprobiert werden müssen. Das heißt zum Beispiel, wenn es darum geht, Jugendlichen mit zu integrieren, dass man zum Beispiel eine Abstimmung darüber macht, was man nicht, vom Ort meine ich. Nicht denke ich jetzt an ein Gebäude, was neu gebaut wird, sondern aus der Auswahl der zur Verfügung stehen möglichen Leute, die ja wirklich zuhauf da sind in der Nähe vom Bahnhof, dadurch, dass der Tunnel nicht gebaut ist, sind die eher Sachen und was weiß ich alles. Und da könnte man die Jugend fragen, was wollen die eigentlich? Ja? Und es geht auch nicht darum, dass die Leute immer nur in Nightshelter hocken, es geht auch darum, dass Aktivitäten angeboten werden, die aber den Rahmen des Normalen steigen, die also nie in der Schule gelernt werden können, Erfahrungsaustausch, zum Beispiel Abende machen, wo Leute von ihren Erlebnissen erzählen und was sie für Fehler gemacht haben, dass Jugendliche nicht machen. Es gibt Millionen Ideen, ob man Harry Potter Club macht oder macht, was weiß ich, Game Club oder man macht eine
Aktions- oder Eventclub oder sowas. Für alle eine Möglichkeit, aber es geht nicht ohne Vielfalt. Ja. Und die Geschichte ist die, ich möchte also ganz darauf hinweisen, nicht die Vernunft darf hier sehr sehen, die ist sicherlich wichtig in der Ausführung. Aber in der Idee muss es danach gehen, dass der Köder dem Schicken nicht die Angler. Danke. Gut, danke für den Beitrag. Wie gesagt, Vielfalt ist ein eigentlich nicht uninteressantes Thema. So, bitteschön, Ingo. Also das klang jetzt alles sehr überzeugend. Wir nehmen einfach ein Gebäude, machen dann was rein und dann läuft es. Ich kann Ihnen sagen, der Madison Club läuft nicht mehr, weil der Brandschutz nicht mehr gewährleistet ist. Und wir haben mittlerweile für alle öffentlichen Versammlungsstätten ein so hohes Sicherheitsniveau, dass da in der Tat riesige Investitionen notwendig sind, um überhaupt genehmigungsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist ein Riesenproblem. Da kann auch Kommune nicht sagen, da gucken wir weg und lassen das laufen, sondern da sind einfach die Möglichkeiten ungeheuer begrenzt. Ich kann sagen, wir haben in den letzten schätzungsweise 2 Jahren etwa 10 Standorte geprüft. Es gab zum Teil Interessenten für die Standorte und letztendlich sind bis auf die Thematik unten über den Mediamarkt eigentlich alle Standorte gescheitert, weil einfach entweder die Eigentümer gar nicht bereit waren, einen solchen Weg mitzugehen. Das muss keiner, der ein geeignetes Gebäude hat. Das Gebäude vielleicht nicht geeignet war und die Herstellung erheblich an Geld gekostet hätte. Oder weil beispielsweise unterschätzt Sie das bitte nicht, das Nachbarschaftsproblem sich ganz schnell einstellt. Es geht in der Tat nicht um die Frage, ist so eine Einrichtung, so ein Club oder so, lärmbelästigend ins Umfeld hinein. Das ist heute überhaupt kein Problem mit Dämmung und entsprechenden Schutzvorrichtungen. Nein, es geht immer um die Frage, wie gehen Leute insbesondere in der Nacht davon weg. Und alle Einrichtungen, die wir haben und selbst die Einrichtungen, die zum Teil gut funktionieren, haben immer Beschwerdesituationen mit der Nachbarschaft. Und natürlich gibt es deswegen in gewissen Clubs nur Angebote einmal im Monat, weil man genau weiß, wenn man das jeden Freitag oder jeden Samstag anbieten würde, irgendwo die Nachbarschaft auf die Barrikaden geht. Also das mit dem Regen vorhin und nicht nass werden, ist nicht nur irgendein Bild, sondern es ist real existierendes Thema, dass Nachbarschaft auf nächtliche Aktivitäten relativ schnell äußerst allergisch reagiert und meistens hat diese Nachbarschaft dann auch ganz schnell das Recht auf ihrer Seite. Und das ist eine Realität, die natürlich auch jedem privaten Interessenten hier irgendwas zu machen ganz schwer macht. Die Stadt bemüht sich ja immer. Wir haben sogar verdeckte Testläufe von Standorten bereits gemacht, um auch mal Lärmschutzmaßnahmen erfassen zu können, beziehungsweise Lärmwerte ermitteln zu können. Du musst dir dann, sobald du sowas genehmigst, auch Lärmgutachten vorlegen. Und das ist zum Teil überall dort, wo Bauung ist, wo Menschen wohnen, ungeheuer problematisch. Und klar ist, solange ich nicht betroffen bin, bin ich der toleranteste Mensch von der Welt. Nur wenn ich nachts um 3 von Autotüren geweckt werde und von lauthals kommunizierenden Menschen. Ich weiß, wie das geht. Wir waren mal in der Move und da sind wir rausgegangen. Und was haben wir auf dem Platz vor dran gemacht? Wir haben uns genauso laut wie innen drin unterhalten, weil wir 5 Stunden diesen Lärmpegel gewohnt waren und dann hätte ich an der Straße nicht schlafen müssen, weil dann wäre mir bewusst gewesen, dass ich von meinem eigenen Krach, den ich da erzeugt habe, wahrscheinlich wach geworden wäre. Also das ist einfach ein ganz schwieriges Thema und zurzeit ein Standort wäre geeignet und andere Standorte kennen wir leider nicht. Also wenn jemand was weiß, ist die Verwaltung die Letzte, die nicht bereit ist zu prüfen. Gut. Ja, meine Damen und Herren, mit Blick darauf, dass wir ja für den Mitschnitt heutigen Sendung durch den OK das Zeitfenster von 90 Minuten haben und ich jetzt sehe, dass wir so langsam an diese Grenze kommen, wollte ich jetzt im Grunde genommen noch mal in einer letzten Runde noch schauen, was an Wortmeldung ist. Dürfte aber dann darum bitten, den Beitrag dann etwas kurz zu machen. Bitte schön, da hinten war, glaube ich, noch. Ja.
ja das noch kleiner, und als Schatzkiste-Mitglied sozusagen von dem Verein, der sich eigentlich um Betreuung kümmert, aber sich auch überlegt, eventuell das Thema der Freizeitgestaltung von Jugendlichen anzunehmen in Zukunft. Eine kurze Frage, Herr Röttlingshöfer, Sie, das Problematik mit dem Lärm ist ja nicht nur in Neustadt so. Haben Sie schon mal geguckt, wie andere Kommunen es lösen? In Landau gibt es Clubs, in Ludwigshafen gibt es Clubs oder in Berlin gibt es eigentlich Clubs. Kann man das lautern? Wie wir es da gelöst? Es muss ja eine Lösung geben, weil es gibt Clubs in anderen Städten. Haben Sie da, fragen Sie da mal nach bei den Kollegen oder gucken Sie einfach mal? Ja. Das Zauberwort ist, einfach Bestandsschutz. Wenn Sie eine Einrichtung haben, dann muss die Nachbarschaft die als bestehend tolerieren. Wenn wir heute eine neue Einrichtung bauen oder genehmigen, müssen wir Lärmschutzgutachten vorlegen und die müssen nachweisen, dass keine Lärmbelästigung für die Nachbarschaft zu erwarten ist. Und sorry, das schaffen Sie nicht, wenn vorne dran ein Parkplatz ist, wo dann halt logischerweise nachts um 3 die Autotür zuschlagen und die Autos wegfahren. Nein, wir kriegen deswegen keine neue mehr hin in umbauter Umgebung. Das ist nun mal Fakt. Okay. Ganz kurz reinwerfen zu dem Thema. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist genau richtig. Landau als Beispiel. FH-Stadt, Ludwig, lass alles weg. Landau hat genauso Clubs verloren. Der Freiraum ist dicht. Warum? Außen vor der Tür gab es Krach. Punkt. Das ist genau der Punkt, den wir vergessen. Mit so lange, so gerne, so gerne auch sich darüber aufregt, ich nehme mich da nicht aus. Die sind vor den gleichen Problemen, wie wir sie auch tun. Ja? Die ganzen großen Dinge in Landau, wo du weiter liegen außerhalb, nämlich dort, wo es kein Krach, oder wo es ein Industriegebiet, wo es keine Anwohner drum oder kaum Anwohner gibt. Da draußen patrouilliert es auch jederzeit die Polizei, wenn ein Trieb ist. Das heißt, man fällt es automatisch ein bisschen leiser, muss man auch dazu sagen. Und dann in der Innenstadt sich abspielt, slow ist, die haben gewaltige Probleme, sprich die Security muss viel machen und alle anderen Läden in der Stadt auch. Entweder sind sie früh noch zu oder sie haben 18 Probleme, sind schon ganz geschlossen. Also das sollte man einfach nicht aus Acht lassen. Ja. Mal noch, okay. einen ganz anderen Ansatz vielleicht. Wenn doch die Zuproblematik gerade in Lautern nach Mannheim, nach Landau so schwierig ist, wieso geht man das nicht mal? Okay, um eins fährt der Zug oder dann morgens um 5 oder 6 und weiß nicht, ein Zug um 3 oder 4 oder schön nachts, wäre vielleicht auch mal eine Idee, wenigstens jetzt schon was zu machen, auch wenn man keinen Investor findet. Kann die Stadt da überhaupt was machen bei der Deutschen Bahn? Oder? Wir haben die Gebäude teilweise hier stehen. Ich habe was gehört von Senioren und Jugendlichen. Da möchte ich mal das Hotel Latina erwähnen. Man müsste sich mal im Saalbau zusammensetzen. Die Gastronomen, die Nachbarn, die Anwohner und die Jugendlichen. Und ich möchte eine Lanze für Jugendliche halten. Ich bin seit dem 4. Jahr unterwegs. Ich war in Koblenz, ich war in Mainz und Köln. Unsere heutige Jugend ist sehr verständnisvoll. Sie hören zu. Ich bin jetzt schon 51. Ich habe mich mit 20-jährigen jungen Leuten unterhalten. Und ein vernünftiges, faires, offenes, ehrliches Gespräch geführt. Man müsste sich wirklich mal die Zeit nehmen, mal 4 Stunden mal im Saalbau. Entschuldigung, ich will nur kurz sagen, wir haben ja jetzt noch um kurzes Statement gebeten, aber das Plädoyer für die jungen Leute natürlich auch an der Stelle ein sicherlich richtiger Ansatz, nicht über junge Leute zu reden, sondern mit jungen. Dann darf ich abschließend noch mal Herrn Kirchner das Wort geben. Also noch kurz gesagt, Jugendliche sind auch nicht furchtbar verwöhnt in dieser Hinsicht. Sie würden sicherlich, ist okay, wenn man im Mediamarkt oben eine Disco ranmacht, ist okay, das ist für den ansprechend, aber sie würden zum Beispiel eine Fabrik mit ein paar Pixie-Clubs vorziehen. Wenn man, was weiß ich, aber dann sind ich in Teil zum Beispiel ein Knöckel AG oder so, wenn Teile abtrennbar und da könnte man eine Halle machen, wäre Hölle los, aber dann ist natürlich die Verkehrssituation, aber vielleicht gibt es doch einen Kompromiss, weil eben auf diese Art und Weise ein Abenteuer dabei ist und nicht nur Abzug. Danke. Vielen Dank. Dann möchte ich an der Stelle die Runde schließen. Darf mich sehr herzlich bedanken bei allen, die heute Abend so engagiert mitgewirkt haben. Ich denke, wir haben sehr viele verschiedene
Aspekte beleuchten können. Wir haben festgestellt, das Thema ist ein vielfältiges. Das Thema ist im Fluss. Wir müssen aus verschiedenen Richtungen heraus weiter an der Sache engagiert dranbleiben. Und das scheint auch soweit hier allseitiger Konsens zu sein. Dann darf ich jetzt abschließend noch das Wort dem Herrn Ziemniak nochmal geben. Er möchte nicht mehr. Dann mache ich die Verabschiedung, wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Und wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Winzinger Gespräch im Frühjahr wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.